und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Mafia 3. Wir befinden uns gerade. Ich weiß gar nicht, wo wir uns befinden. Auf jeden Fall, ja, wir kümmern uns um Autodiebstähle und zerstören jetzt da halt ihr Equipment. Bin ich bescheuert oder habt ihr das auch gehört? Wenn ihr euch wundert, warum wir so wenig Geld haben, denn ich war ein bisschen was einkaufen und da gab es erstmal eine neue Waffe. Wir haben jetzt 4 Artillerienspritzen und habe auch das Fahrzeug ein bisschen verbessert. Oder das Fahrverhalten vom Fahrzeug. Ah, sind das 2? Oh Scheiße, ich habe hier eine Leiche. Oh nein, das ist ein Polizist. Das ist. Gut, kommt der. Ich weiß gar nicht, was der Polizist macht, ob der uns noch gefährlich wird. Ich bin mir nicht sicher. Wir brauchen eigentlich nicht mehr viel, aber machen nichtsdestotrotz trotzdem noch alle. Denn wie gesagt, wir haben gerade sehr wenig Geld. Und da müssen wir halt noch ein bisschen was verdienen. Kleiner Moment, ich gucke mal kurz, wo wir flüchten können. Ah, gut, hier können wir drüber springen. Genau, wir haben jetzt eine Waffe mit Schalldämpfer. Das ist nicht verkehrt. Da können wir auch mal so einen weghauen. Beziehungsweise erschießen. Haben nicht mehr viel zu tun. Eigentlich brauchen wir noch 1100, aber wir machen nichtsdestotrotz trotzdem noch die ganzen anderen Missionen. Geht ja bis jetzt sehr schnell. So, ist die gewählt? Nein, habe ich die gewählt? Nein, da nicht. Ja, okay, da fahren wir dahin. Gucken wir kurz, ob wir so, ja. So funktioniert das Ganze auch. Hab schon in der Zwischenzeit mal alles eingesammelt und auch da das alles aufgedeckt, sodass wir da gleich weitermachen können ohne weitere Umschweifer. Da vorne ist ein Auto und den müssten wir umbringen. Der rast durch die Gegend und den können wir einfach erledigen. Aber ich mag die ganzen. Das mit dem Auto mag ich nicht ganz so, das mache ich nicht so gerne, weil. Dass wir nicht entwischt werden oder entdeckt werden. Mal gucken, da sind 2, ja? So schnell kann es gehen. Oh, er kommt jetzt langsam zu uns. Da warten wir noch ein bisschen. Und erledigt. Gut, ab zur nächsten Mission. Die wird jetzt ein bisschen größer. Denn hier müssen wir jemanden umbringen. Granaten können wir uns nicht kaufen, die müssen wir erst finden. Oder wir machen halt für unseren irischen Freund noch ein paar Missionen. Und dann können wir die auch auffüllen. Aber vorher können wir die zumindest nicht käuflich erwerben. So, gucken, ob wir da trotzdem hinkommen. Wir sind ja schon mal hier abgebogen und ich weiß nicht, aber ich denke doch, das sieht ganz gut aus. Ich habe was von da drüben gehört. Oh ja, komm langsam her. Noch ein bisschen, noch ein bisschen und noch ein bisschen.
Sucht da drüben, Leute. Schön. Das war jetzt eigentlich ganz einfach. Gut. Ich mag, wenn sie mitmachen. Ich schwöre, dass ich was gehört habe. Okay, schnell. Oh nein, nee, nicht. Komm, 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 komm. Oh, rein. Und da waren es nur noch zwei. So, deswegen habe ich mir die eigentlich gekauft, denn da können wir auch mal wie ich aus der Ferne erledigen und müssen nicht unbedingt immer ganz nah ran. Kleinen Moment, ich gucke noch mal kurz wegen der Munition. Und der hat noch Geld liegen. Und der hat auch noch ein bisschen was liegen. Und noch ein Schuss. Sehr schön. Des Weiteren wurden auch die Anzahl der Kugeln der Munition erhöht um 40%. Können wir jetzt da mehr mitnehmen. Da hat sich einiges getan. Gut, fahren wir jetzt hier rüber, dass wir dann Auto kaputt machen und Autos kaputt machen. Und dann. Ah, hier komme ich nicht lang. Fahren wir weiter. Bestimmt kommen wir gleich dann wieder zur Straße und können da auf diese drauf fahren. Da ist wieder der Typ. Bin ich froh, dass uns jetzt die Polizei doch in Ruhe gelassen hat, weil ich hatte gerade ein bisschen Angst, dass das noch was wird. So, da sind wir. Alles nicht mitgenommen, aber im Großen und Ganzen alles eingesammelt. Aber so ein paar kleine Einzelteile stören ja auch nicht weiter. So, ersten erledigt. Oh, ich glaube, die war ja Geld wert. Liegt noch was rum? Nein, nichts weiter. Gut, schieß einmal drauf. Müssen jetzt, oder kommen wir gegen den noch darüber und holen das Zeug. Ist ja nicht allzu weit. Da haben wir das schon mal wieder geholt. Na, kann das noch? Dauert ein bisschen, aber. Oh. Große Kasse, hoffentlich ist da auch großes Geld drin. Nur 800 noch was. 800 und ein bisschen. So, das haben wir auch gefunden. Gut, können weitergehen. Und jetzt wird es wieder ein bisschen umfangreicher. Aber ich denke mal, sollte auch machbar sein. Einen Moment, ich will jetzt gleich mal aus. Sollen hier wieder jemanden töten. Wir lassen keinen kommen. Wenn, dann schon richtig. Oh, das sah richtig gekonnt aus. Hm.
Ach doch, hier ist eine Tür. Hat gerade gesagt, hier geht es nicht weiter. Aber hier gibt es eine Tür, die ist schon mal nicht schlecht. Das hier ist ein bisschen weiter. Ach. Okay, gut, hier stehen noch so ein paar Container. Die sind nicht schlecht. Da oben ist einer. Hat uns bis jetzt noch keiner gesehen. Tja, pfeifen wir mal. Es sind zwar nicht viele, aber die stehen alle irgendwie ungünstig da. Die Karosserie von hier. Oh, komm weg. Das macht manchmal ein bisschen schwierig. Okay, ist der auch weg. Ja, können gehen. Das war's. Fertig. So schnell. Zum Glück stand hier irgendwas, was explodiert. Und da war das alles ganz leicht oder leicht zu erledigen. Okay. Haben jetzt noch drei Stück. Ja, komm, die machen wir auch noch. Geht alles ja ganz gut von der Hand. Und da können wir auch gleich die große Mission machen und da den einen überreden, dass er mit uns arbeitet. Ich hoffe, euer Wagen, was ich habe, das Auto, was ich habe, gefällt euch, denn das habe ich von Hank. Den können wir anrufen, können uns sein Auto aussuchen. 6 Stück hat er. Und dann liefert er uns das. Gratis, frei Haus. Das soll mal ruhig bleiben. Gut, wir sind da, wo wir hinwollen. Hier ist wieder eine Tür. Oder ist es drinnen? Ich glaube, das ist sogar drinnen. Da stehe ich ein bisschen weit weg. Mal kurz warten, bis die Polizei weg ist. Die könnte ein bisschen störend sein. Und da sind drei und da ist. Komm, die lassen wir leben. Nicht, weil wir die gerne haben, aber. Die tun doch kein was. Kommt jetzt hinterher? Och nein, kommt nicht. Leute, bleibt weg. Das hatten wir schon mal gehabt, wo wir da irgendwo durchfahren wollten. Das ging immer nie. Da bleiben wir vor den Zaun stehen und kriegen den Schaden. Klingt komisch, ist aber so. Deswegen lasst den Zaun mal da so wie er ist und fahr einfach dran vorbei. Okay, hier ist ein zweites Auto, können wir stehen lassen und da gehen wir einmal in die Richtung, einmal in die andere Richtung und sollten so beide erwischen. Ist das drinne? Ah, ist hier. Okay, machen erstmal die Tür auf. Und dann gucken, dass wir reinschießen können, um das zu erledigen. Gut, jetzt zum nächsten, das ist gleich hier vorne. Mal gucken, wie das da steht. Ui, ich hatte Angst, dass er uns überfährt. Ah, das wird schon ein bisschen, das heißt schwieriger. Nicht unbedingt schwieriger, aber dauert ein bisschen länger, der wir die zwei irgendwie erledigen sollen, müssen. Ich glaube, ich habe was Ah, gehört. drei sind's. Na gut, dann erledigen wir halt alle drei. Und jetzt mal ganz ehrlich, warum fiel dir das da hinten nicht auf? Er hat doch eigentlich die Richtung geguckt und müsste uns sehen, dass wir da jemanden umgebracht haben. So, alle weg. Kurz gucken, wo das Teil ist. Das versteckt sich hier hinten.
Und dann können wir mit der Gina reden. Echt jetzt nicht? Komm. Oh, das ist auch ärgerlich. Und jetzt? Echt jetzt? Leute, warum geht das nicht kaputt? Ich verstehe es nicht. Ist gerade wieder zum Ausrasten, zum. Machen wir es halt so kaputt. Irgendwo geht es hier rein und dann irgendwo hoch. Und da findet sich dann noch ein Teil. Aber bis jetzt sehe ich es nicht. Andererseits brauchen wir nicht unbedingt. Wir haben noch 144 Stück und das sollte reichen, um halt da weiterzukommen. Ist das noch. Was ist das denn? Ist es nicht das Auto? Hat es sich gerade gebrannt? Das ist, weiß nicht. Komm, okay, komm, wir gehen jetzt. Wir lassen den Wagen Wagen sein und gehen jetzt einfach, bevor wir noch die ganze Munition verballern. Ich weiß nicht, warum wir den nicht kaputt kriegen. Sieht schon schick aus, was wir vor dem Gefährt fahren. Ach, das ist der Brand. Der. So, und dann geht's jetzt. Ab zur letzten. Auf zum Anfang der letzten Mission. Und dann mal gucken, wie es dann läuft. So, wir sind. Ja, schon da, es reicht schon. Steigen aus, flüssen rein und reden mit ihr. Ne, wo geht's hoch? Ah, hier drin. Sonja ist jetzt ziemlich am Arsch. Da hat sie recht. Was? Ich höre, du hast diesen kleinen Speed-verrückten Dunja aufgescheucht. Hatte ich auch nicht anders vor. Ein Kumpel von mir hat einen guten Draht zur Best Oil. Er sagt, Dunja ist angerauscht und macht den Leuten nun die Hölle heiß, bis der Laden wieder läuft. Ich wusste gar nicht, dass Junior Holland so motiviert sein kann. Wenn dir Salma Kano am Arsch hängt, dann bewegst du dich schon schnell genug, glaub mir. Das und all das Speed, das er nimmt. Wenn du ihn verdrischst, sag ihm, er hätte sich nicht mit Gina Kowalski anlegen sollen. Bis später, Gina. Bis später, Gina. Okay, fahren wir mal hin und konfrontieren ihn mal mit. Ah, ich kann von draußen rein. Gut zu wissen. So. Okay, richtig, da bin ich schon vorbeifahren. Da liegt noch das eine oder andere Zeug drin. Da habe ich noch nicht getraut, da reinzugehen, weil da war ein bisschen viel los. Und seit wann ist das Auto so kaputt? Ich dachte eigentlich, dass ich nichts umgefahren habe, aber irgendwo gab es dann doch mal einen Unfall. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Gut, fahren wir schnell dahin und gucken mal, was uns erwartet. Ich denke mal, es wird sehr, sehr voll werden, aber das stört uns weiter nicht. So, hier ist die Tankstelle. Nein, ja. So, hier können wir parken. Und da ist das kleine Gebäude. Wo kommen wir jetzt rein? Okay, da ist schon mal einer. Das machen wir natürlich nicht mit der Waffe. Ah, hier geht's rein. Will sich da jemand mit mir anlegen? Ja, wollen wir. Wir locken die jetzt alle nach und nach raus, solange bis du uns am wenigsten stören. Und schalten die allen einen nach anderen aus. Versuchen wir es hier drüben.
mir das nur ein? Na, er lässt sich ein bisschen Zeit, der ist nicht der Schnellste und hat bestimmt auch ganz viel Ruhe. Aber es dauert schon ewig. Er nimmt seine Waffe raus, wir kriegen dadurch wieder ein bisschen Munition. Könnte noch mal eine Handgranate fallen lassen. So, haben wir die zwei erledigt. Geht's da rein? Es sind da zwei drinne, ja, sieht ganz so aus. Okay, genau, da sind zwei drinne. Was? Na, kommst du? Machen unsere, gehen unsere geduckte Position und schnappen uns den da vorne. So, da wir einmal hier sind, nehmen wir gleich mal die ganze Kohle mit. Okay, das waren, weiß gar nicht wie viel. Nicht allzu viel, hätte mehr sein können, aber... Na gut. So, da vorne ist noch einer. Den schlagen wir uns auch gleich mal dran. Und da ist schon sehr wenig. Hier liegt noch Kohle und was haben wir? 800. Naja, wird langsam. Wow. Ah, da ist noch einer. Gut, vielleicht brauchen wir die auch gar nicht auszuschalten, denn wir wollen ja nur Junior erledigen. Sieht uns oben jemand? Und ich glaube, von hier sieht uns überhaupt gar keiner. Ich weiß gar nicht, wie weit oben ist. Wo ist er denn überhaupt? Ah, da vorne. Okay, wir müssen dann nochmal durch das Gebäude durch und ist hier unten einer? Na gut, gehen wir davon aus, dass der uns jetzt erstmal nicht weiter stört. Da hinten ist einer. Der geht die Treppe hoch. Hier lag nochmal Geld. Aber ich verstehe überhaupt nichts vom Autoknacken. Tja, Juniors beste Autodiebe sind entweder alle tot oder abgehauen. Wir müssen alle einspringen. Willst du so enden wie die? Willst du das wirklich? Ich jedenfalls nicht. Hier ist keiner drin. Nur zu. Bis dahin, halt deine verdammten Augen offen. Oh. So, haben schon mal, sind schon mal drin und Munition. Eine Notiz. Okay. Liegt noch ein bisschen Kohle, nehmen wir auch gleich mit. 800 und 3000. Das war gut. Kuchen sich resten, die spare ich mir noch. Die holen wir uns dann, wenn die ganze Mission vorbei ist. Denn bis jetzt ist die nicht so interessant. Okay, hier sind doch ein bisschen mehr. Versuchen wir, locken die mal alle nach und nach an und hoffen das Beste, dass wir nicht auffallen. Okay, hier geht's nicht hoch. Da ist unser Ziel und hier sind wir. Gut. Okay, kommt einer oder kommt zwei?
Okay, es kommt unter eine, das ist sehr gut. Warum nicht alle beide gucken, wenn der eine pfeift? Ich weiß es nicht. Ja, musst du mal gucken. So, da hinten ist noch irgendwo einer. Ich sehe ihn gerade nicht. Und ich würde meinen, in den Gebäude. Gucken wir mal kurz hier hinten. Denn da müssen auch noch zwei sein. Ich sehe einen. Okay. Und hier ist noch irgendwo einer. Der ist ein bisschen weiter hinten. Genau, da hinten ist noch einer. Wir sparen uns aber die Kugel und machen das. So. Nehmen wir die Kohle mit. Gucken wir mal kurz, wo ist denn der eine? Ah, der steht da vorne. Hier geht es nicht weiter. Ach. Gucken, ob es hier reingeht. Aber bis jetzt nicht. Wieder. Nee, hier geht es nicht rein. Also müssen wir doch anders lang. Der hat zwar jetzt, glaube ich, nicht gestört, aber. Ja, sicher. Tja. Na, das war sinnlos. Okay. Das sind die alle drinnen. Jetzt gerade kleine Probleme. Komm, wir pfeifen mal. Und warten einfach mal. Wir haben jetzt mal gepfiffen, mal gucken, ob er aufmerksam wird und uns besuchen möchte. Aber bis jetzt müssen noch mal pfeifen. Aber die rühren sich nicht. Keiner von den dreien. Och, die nerven. Alle. Allesamt. Die ganze Zeit stand er hier draußen. Und ja, warum er nichts gemacht hat, obwohl ich die anderen zwei erschossen habe, ich habe keine Ahnung. Ja, in Ordnung. Und jetzt Finger weg von mir. Bam, voll in die Fresse. Okay, haben wir das geschafft und können uns gleich mal Verstärkung rufen. Und wir rufen diesmal ihn an. Einen kleinen irischen Freund. Kannst du mir ein paar Und da gab es auch einen Erfolg. Okay, mein Freund. Aber vergiss mich nicht, wenn wir den nächsten Laden übernehmen. Sehr schön, haben wir das geschafft, freut mich. Ja, ging eigentlich ganz gut. Ist so gut, ging glaube ich in letzter Zeit keine Mission mehr. Da bin ich rumgezogen, ungefähr 3 Monate. Hab hier und da rumgejobbt, bin auch schon mal wegen der Schlägerei verhaftet worden. Dass ich in ein Seminar gehen will, Priester werden und so. Das war schon irgendwie klar, hat dann aber doch noch gedauert. Nach dem Seminar machte Bischof Jenkins mich zum Leiter eines Heims für farbige Jungs. St. Michael's hieß es. Vom ersten bis zum letzten Tag war dieses Waisenhaus ein Drecksladen.
Wagen der übelsten Sorte. Aber ich war gern dort. Ich habe den Kids so gern geholfen. Geht es nur euch oder sah es gerade sehr komisch aus? Ich glaube, es sah gerade wirklich sehr komisch aus. Gut, hier liegt die kugelsichere Weste, brauchen wir eigentlich nicht wirklich, aber... Gut, C4. Haben wir das auch freigeschalten und da kann man jetzt richtig ein bisschen rumzündeln und Sachen in die Luft jagen. Da hinten lag noch Geld, das hole ich natürlich auch gleich mal. Denn wir sind ja gerade ein bisschen knapp bei Gasse und da können wir jeden Cent gebrauchen. So, ja, machen wir erstmal an der Stelle Schluss. Bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen und würde mich sehr darüber freuen, wenn wir uns auch zum nächsten Video wiedersehen. Ihr dürft das Video gerne kommentieren, das liken und vor allen Dingen meinen Kanal abonnieren. Würde mich sehr freuen. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Coachy. Bye.